einen kurzen Beef mal gegen Gronk. Gronk. Wie Gronk hattest oder so, dass du besser gelistet worden bist. Ich kann hier so Salzlecksteine für Pferde gleich produzieren, Alter. Schaut euch die ersten Videos an, wie professionell wir am Anfang waren. Hallo? So ein Scheiße. Ich bin 33 Jahre alt, Muchachos, und ich sag euch, diese Map hat mir mindestens 2 Jahre meiner Lebenszeit gerissen. 33 Jahre und verheiratet. Schöner Kunde, meine Tadas. Geil, dass ihr wieder einschaltet. Heute, ja, grandiose Action. Ihr seht, so langsam dem Sommer ihm kommt. Deswegen habe ich eiskalt auch mein Outfit wieder geändert. Ja, ich sah ja wirklich aus wie ein Hillbilly. Die Deko hat mich ein bisschen fertig gemacht. Hast du mich gerade gesehen und hast schon den Reflex, hatte der Vergewaltigungspfeife zu reifen? Ja, das war sehr passend, dass ich gerade über das Outfit geredet habe und dann kommt plötzlich hier Deko. Ja, Deko ist auch da, Einen wunderschönen guten Hallo, Muchachos. Ich bin am Stüssel, was bedeutet Vergewaltigungspfeife griffbereit halten. Reiten. Lass uns auf. Sie doch alle einfach reiten. Vielleicht ist das Ding immer kaputt. Einmal schon Reis, die Nüsschen sind poliert. Ich freue mich sehr, dass Sie am Start sind. Und Muchachos, falls ihr uns supporten wollt, ohne dafür einen Flocken hinzulegen, gerne schon mal Daumen nach oben schmettern und irgendeinen Kommentar für YouTube-Algorithmus. Bleib mal stehen. Das, was hinten steht, das sagen Freunde auch immer zu Deko. One Ball Wonder. Nee. Oh yeah. Aber ich bin wonderig, weil trotzdem einfach ein... Ja, es kommt raus wie aus einem Feuerwehrschlauch. Wow, okay, ja, wieder sehr erwachsen. Deswegen bin ich das wundern. Heute haben wir hier einen leckeren 7%igen Limo-Parcours. Der hieß übrigens Nein. Limo-Kur. Nein. Tanze Samba mit mir. Heute bisschen Limo, Limo. Das wird wieder richtig beschissen, Junge. Also, wir hatten schon ganz häufig das Thema Limo. Ja, ich bin schon Limo gefahren. Nein, Deko ist noch keine Limo gefahren. Das heißt, Thema Limo ist heute nicht dran. Allerdings wurden wir im Stream häufiger auch mal gefragt hier, ey Leute, was habt ihr schon mitbekommen, was da mit Kev ist? Kev? Wisst ihr eigentlich, wer Kev ist? Kev, hallo? Wer ist Kev? Hallo Kev? Kurz zum Einordnen, vielleicht weiß es ja einer von 100 noch nicht, der gute LP mit Kev, ja? Hört die Legende ab sofort auf mit YouTube. Das war's, er hat sein letztes Video hochgeladen und somit geht eine YouTube-Legende in Ruhestand, kann man sagen. Digga, nach wann hat Kev angefangen? 2010 oder 2009? Boah, ich würde sogar sagen 2008 jetzt einfach so dahergesagt, aber das wäre wahrscheinlich gelogen. Also auf jeden Fall richtige Legende, Alter. Irgendwie fast 15 Jahre oder sowas YouTube. Heftig, oder? Also wir können erstmal so ein bisschen ihm die Hoden glänzen lassen, ja? Also Kev war ja wirklich einer der ersten, neben Gronk und Dena, Teil des Megaprojekts, was glaube ich damals einige Leute groß gemacht hat. Kennst du das Megaprojekt eigentlich noch in Minecraft? Nee. Sag okay, mir. Das ich habe zu der Zeit noch kein YouTube konsumiert. Alter, Digga, das war scheiße. Das wird scheiße. Echt nicht? Hast du nicht? Was? Du hast damals kein YouTube konsumiert? Also wann war das Megaprojekt? Keine Ahnung, Brudi, aber das Megaprojekt, da sind so ganz viele Größen dann rausgekommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ja auch erst auf der Boomer-Schule habe ich mir einen Facebook-Account gemacht. Ja, Facebook, wer weiß, das ist dieser Facebook, ja. Ich war auf dem Dorf, ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass ich mal eben so früher Internet anschmeißen konnte und kurz auf YouTube was gucken konnte. Ah, okay, gut. Das ist halt, ne, also damals, als ich noch im Dorf gewohnt habe, bevor ich nach Hannover gekommen bin, war für mich so Streaming komplett ganz zu knicken. Okay, dann hol ich dich. War nicht relevant, einfach wegen Internet. Dann hole ich dich mal ganz kurz ab, ja? Also das Megaprojekt war ein Minecraft-Projekt, wo wirklich die großen Minecraftler, die es heutzutage auch noch gibt, sozusagen groß geworden sind. Das war so das Projekt. Das haben alle verfolgt. Also ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Warte, ja, dass das alle verfolgt haben. Und ich glaube, damals gab es viele Größen, die da mitgemacht haben. Aber in meiner Warte war das der Startschuss für Denas Erfolg. Denn Dena hat in diesem Projekt, wenn ich mich richtig erinnere,
ein Atomkraftwerk gebaut und hat das gesamte Megaprojekt in die Luft gejagt. Also einen großen Teil davon. Geiler und, Type. Ja, das hat natürlich dann für Aufmerksamkeit gesorgt und... Nein! Ey, Digga, was ist das für eine Scheiße hier, Alter? Und das war auch noch die gute alte Zeit eben von Minecraft. Ich habe nicht mehr Erfahrung, weil ich das auch nicht komplett verfolgt habe, aber das ist so eigentlich in den Köpfen der Leute drin. Megaprojekt, Atomkraftwerk, komplette Eskalation, Ding Dong. Also alles weggesprengt. So kenne ich das. Also wie gesagt, ich habe nicht alle verfolgt, alle Folgen, aber bei Kev eben viel gegeiert. Und jetzt sind wir hier schon beim Megaprojekt. Also wie gesagt, das war auf jeden Fall die Zeit, wo YouTube noch Spaß gemacht hat. Wo man Videos hochgeladen hat und man hat gesehen, oh mein Gott, man sieht einen stetigen Verlauf, dass es positiv wird. Ja? Dass es mehr wird. Das war mehr aber wird. Auch noch YouTube Broadcast Yourself. Das YouTube war noch Broadcast bevor, Yourself, genau. Bevor der Algorithmus alles übernommen hat und alle bevor YouTuber die zu seinem war. Sklaven macht. Bevor die Abo-Box einfach scheißegal war. Also die Abo-Box ist ja heutzutage scheißegal. Die Abonnentenanzahl ist heute scheißegal. Wir haben zwar 800, seit 100 Jahren 826.000 Abonnenten, aber die Anzahl wir haben wirklich 825.000, haben wir glaube ich seit 2018 oder 19. Und die Anzahl ist wirklich scheißegal. Sie war mal repräsentativ für Unternehmen, falls man so Werbeaufträge machen wollte. So, was ist denn so ungefähr die Reichweite? Hat man damals auch schon so ein bisschen in Abonnenten gerechnet? Weil halt damals noch viele Klicks über die Abo-Box kamen, war genau. Abos auch relevant. Durchaus eine Kennzahl. Digga, wo bist du denn überhaupt schon, Alter? Ich bin immer noch bei diesem Punkt hier mit dem Hochfahren. Digga, dein Ernst? War doch richtig easy, Brudi. Ich komm nicht um die Ecke. Kommst nicht um die Ecke? Okay. Ich komm nicht um die Ecke. Sagst du vorher runter? Also fällst du durch die Lücke oder auch. Was ist dein Problem? Also auch. Wenn du durch die Lücke fällst, dann hast du zu früh eingelenkt. Ich bin da einmal runtergefallen, hab's ein bisschen später gemacht und dann war easy weasy, Brudi. Ja, wie soll das denn gehen, ey? Auf jeden Fall. Heutzutage sind ja die Klicks entscheidend, ja? Die Klicks sind entscheidend, Abonnenten scheißegal. Wir können auch 100 Abonnenten haben. Sobald wir die Klicks haben, ist das eben das Relevantere, ja? Bam, fertig aus. Weil wir ganz häufig gefragt haben, boah, ihr habt doch 800.000 Abonnenten. Scheiß drauf Abonnenten, die sind heutzutage wieder wichtig. Ich muss aber auch sagen, Kev hat über 1 Million Abonnenten und macht auf seine Videos genau. Am Ende jetzt 5.000 Klicks oder sowas, ne? Genau, da seht ihr es nochmal, Kev hat über 1 Million. Das finde ich halt auch richtig krass und da würde ich mir wieder den Arsch beißen, ne? Das letzte Video, was Kev jetzt hochgeladen hat, hat irgendwie am ersten Tag schon über 100.000 Klicks gehabt. Wenn es normalerweise bei ihm so gelaufen wäre, wäre er immer noch voll im Game drin. Aber weißt du auch warum? Ich glaube, da kommen wir nämlich wieder zum Thema. Wir reden gerade wieder über YouTube Analytics, sind voll abgekommen vom Thema. Aber nochmal ganz kurz zu dem Thema. Es sind einige YouTuber, die natürlich auch Kev begleitet haben in den restlichen Jahren. Ganz oben auf jeden Fall Dena. Ne, die haben ja damals richtig viel gemeinsam gemacht und Dena hat das auf jeden Fall auch auf seinem Insta und keine Ahnung wo publik gemacht und hat dadurch natürlich Cross-Promo bekommen. Cross-Promo. Und, ja, es ist einfach Cross-Promo. Mittlerweile auf YouTube Cross-Promo. Oh, leck mich, ey. Und wie hieß der andere denn? Ist auch so ein Spark of Phoenix oder so? Ich glaube, so heißt Spark der. Spark of Phoenix, ja. Genau, das war eben, mit denen hat er auch noch ganz viele Projekte gemacht. Also Leute, mit denen er am Ende noch was gemacht hat, die auch noch eine gewisse Reichweite haben, die haben das natürlich dann auch gepusht, sag ich jetzt mal. Und da sehen wir wieder, ne? Es ist einfach wieder Cross-Promotion, plötzlich funktioniert es. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir nicht größer werden auf YouTube. Wir bekommen keine Cross-Promo. Wir bekommen niemanden, der mit uns irgendwie ein Projekt starten will oder irgendwas. Weil wir scheiße sind. Aber heute soll ich komm hier einfach nicht weg, Alter. Also, wir streichen Kev weiterhin die Nüsse. Ich habe damals auch sehr, sehr gerne seine Videos geschaut beim Frühstück, während er da sein erstes Minecraft-Projekt da losballert. Also Minecraft gucken, ja, in den ersten Stunden fand ich immer ganz cool. Alles andere war vollkommen für den Arsch, also konntest du knicken. Und damals, wie gesagt, Broadcast Yourself, auch noch eine schöne Zeit. Jetzt sind wir wieder beim Thema, ne, wo die Abo-Box entscheidend war, wo man stetiges Wachstum gesehen hat. Man hat einfach Motivation, man lädt was hoch und es geht immer weiter. Es ist so ein bisschen so wie so ein Pokémon. Es sind nur kleine Schritte. Ja, genau, es ist ein bisschen. Wenn man irgendwie jeden Tag so 3, 4, 5, 10 Abonnenten größer wird oder irgendwie sowas. Man wurde wirklich früher, wenn du regelmäßig hochgeladen hast, wurdest du wirklich belohnt. Zuverlässig belohnt und wurdest immer so ein bisschen größer. Es war wie so ein Pokémon, was du hattest als Pokémon-Trainer. Du wurdest, hast so ein bisschen gelevelt und es ging einfach immer weiter. Wenn du nur Taubsies weggehauen hast, langsam, ne? Wenn du mal was Größeres weggehauen hast, wirklich? Dann ein bisschen mehr. Ich komme gerade übrigens auch nicht weiter. Ragequit par NS, okay. Also, und das ist natürlich in den letzten Jahren, muss man auch sagen, es musste geändert werden, weil es gibt 1 Milliarde gefühlt Influencer und YouTuber und da unternehmen ja immer
daran sind, das User Experience oder die User Experience zu vereinfachen und besser zu machen, haben sie das natürlich auch für die ganzen Kunden und Leute gemacht und haben die Abo-Box scheiß drauf weggehauen und dann sind dann nach den Interessen gegangen und schlagen jetzt einfach nur Videos vor, die entscheidend sind. Da landen wir auch nicht drin übrigens, das ist auch scheißegal. Aber jetzt reden wir schon wieder bei Analytics. Scheiß drauf, Alter. Oh, das erste Mal. Oh. Point in mein Tasche. Hallo. Oh, 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 ich bin zum ersten Mal hier weiter gerade. Bist du weitergekommen? Zum ersten Mal über die Lücke rüber. Oh, okay. Den Sprung. Und finally, ey. Fick mich. Geil. Deswegen, also ich bin auf Kev aufmerksam geworden. Erstens, ja, weil wir schon seit Jahren befreundet sind. Und weil ich dann seine Minecraft-Videos irgendwie gefeiert habe. Er hatte auch einen kurzen Beef mal gegen Gronk. Gronk. Ja, das war denn? So, ja, das war sehr interessant. Es gab damals nämlich so ein bisschen so eine Challenge, wer schafft als erstes 1000 Minecraft-Videos. Und Gronk hat dann irgendwann, hat schon die ganze Zeit von 0 bis 1000 irgendwie gezählt, ne? Und Kev hat immer wieder neue Projekte gehabt und hat dann eben neu angefangen zu zählen. Und irgendwann, um eben das zu symbolisieren, ne, dass er auch schon 1000 Folgen hat, ist er irgendwann rübergegangen. Ja. Und hat statt irgendwie 126 bei dem Projekt, ist er dann auf 986 oder so gegangen, weißt du? Ja. Und das fand Gronkh gar nicht lustig und auch die ein oder anderen Zuschauer, sodass das, glaube ich, somit der erste kleine Beef, den ich so mitbekommen habe auf YouTube war. Warum? Also ich meine, wenn er wirklich so viele Videos hatte in Minecraft. Ja, weil er sozusagen Gronkh kopiert hat, so. Weißt du? Dass so er dann auch plötzlich rübergeht, irgendwie die Leute schauen, wer die... wahrscheinlich, weil damals Text und so auch noch viel bedeutsamer waren. Das heißt, wenn du irgendwie die gleiche Zahl wie Gronkh hattest oder so, dass du besser gelistet worden bist. Ich kann hier so Salzlecksteine für Pferde gleich produzieren, Alter. Also ich glaube, das war auch damals so ein Algorithmus-Ding. Also da hat wirklich wahrscheinlich die Folgenanzahl auch noch was ausgemacht in den Tags, ja? Ist heutzutage scheißegal. Aber das war damals so der kleine Beef, den ich mitbekommen habe. Und so war, glaube ich, Kev wirklich meines Wissens, ja, aus meiner Warte wieder, ne, alles natürlich nicht recherchiert, der erste, glaube ich, der 1000 Folgen Minecraft hatte, weil aber auch Gronkh 999.1, .2, .3, ach so. weil er dann am Ende irgendwie ein gutes Special haben wollte und nicht einfach so, heute pflücken wir in Minecraft Blumen. Er wollte nicht, dass das zur seine... Zur Folge. Genau, dass das sein Special wird, ne? Also das war auf jeden Fall so die erste Scheiße, die ich mitbekommen habe. Und? Ja, jetzt gebe ich Deku mal wieder das Wort, weil ich zu viel laber wahrscheinlich. Was? Ich wollte dir jetzt mal das Wort geben, weil ich die ganze Zeit laber. Alter, nee, Schwede. Also da am Anfang bin ich ja komplett raus. Also ich weiß ja nichts von den Anfängen von YouTube oder auch nicht, wie es bei Kev losging und sowas. Auf jeden Fall. Wie gesagt, erst, also mit YouTube habe ich, glaube ich, erst angefangen zu gucken, als ich nach Hannover gezogen bin mit 21. Krass, ey. Ja, also ne, wie gesagt, es war halt wirklich, es ist halt Internet auf dem Land gewesen. Ich habe eine Internetleitung gehabt mit 256 KB und das dann noch dann über Ethernet im Haus verteilt, sodass bei mir irgendwie 56 KB angekommen sind am Ende. Ja, ISDN hatte ich, glaube ich, damals. Irgendwie YouTube gucken damit war, während ich zu Hause gewohnt habe, nicht möglich. Streaming konntest du knicken. Ich war froh, dass ich Zeit, einigermaßen, ne? Irgendwie mit dem 80er, 90er Ping zocken konnte. Ein Ragnarok, oder Ragnarok. Ragnarok, Call of Duty. Klassiker. Battlefield Vietnam. Nein! Was denn bekommen? Okay, dann gehen wir weiter in die Story. Also, Kev sehr erfolgreich gewesen, war einer der ersten, die YouTube überhaupt gestartet haben. Und irgendwann kamen wir dann mit ins Spiel, weil Kev sich da was aufgebaut hat. Und wir dachten uns, Digga, wir zocken. 2013. Wir zocken doch auch die ganze Zeit. Lass uns doch auch einfach mal sowas starten. Gerade Kev hat das ja, immer. Das war echt schon war so eine Überlegung, ne? Es war so Kevs Baby einfach. Der hat das richtig gut geredet, meinte, ey, das macht richtig Bock, so. Hat einfach uns richtig die Eier massiert. Und hat das richtig gut geredet und dann meinten wir so, scheiß drauf, wir machen das auch, ey. Schaut euch die ersten Videos an, wie professionell wir am Anfang waren, hallo. Digga, ja, also war aber halt wirklich durch Kev, ne? Kev hat gesagt, einfach anfangen. Einfach machen. Und weil wir zu der Zeit ja, das war halt Rust, ne? Wir haben dann auch angefangen, nicht mehr so viel zur Uni zu gehen und haben halt den ganzen Tag Rust gezockt irgendwie, 10 Stunden am Tag oder irgendwie sowas. Und haben dann gesagt, okay, scheiß drauf, einfach, wir nehmen einfach auf, was wir zocken und laden es hoch und gucken, was passiert. Genau. Das haben wir dann auch echt eine sehr, sehr lange Zeit gemacht. Und wir haben jeden Tag
2 bis 3 Videos am Tag hochgeladen. Aber jeden echt? Tag. 2 bis 3, echt zu viel? In der League of Legends Zeit glaube ich noch nicht und auch nicht in der Rust Zeit. Ich glaube mindestens ein Video am Tag hochgeladen. 2 haben wir schon meistens hochgeladen, auch am Anfang schon. Okay, krass, das war mir echt nicht. Aber ja, das ist mich irre, ich weiß okay, nicht. Also auf jeden Fall haben wir schon am Anfang sehr viel hochgeladen. Und ich habe mir die ganze Scheiße selber beigebracht, wie man das schneidet. Habe mich am Anfang richtig geil gefühlt, wenn ich so ein ganz kleines Edit in Rust immer eingebaut habe. Oben links irgendwie einfach nur so Text, so ein Fond eingefügt, so. Das war ziemlich gut. Oder wow, war das knapp. Dachte so, Alter, ich bin der nächste krasse Regisseur, Alter. Ich bin, bin der nächste Steven Spielberg, Alter. Kurz, wie bist du hier durchgekommen? Ja, ein bisschen lucky. Ich bin so an der Seite gegengeknallt und dann habe ich es geschafft. So, aber dann, ja, mit Kev ordentlich was gemacht. Irgendwann hat's aufgehört. Ne, ich mache jetzt den Schnelldurchlauf. Irgendwann hat's aufgehört. Weil der Content einfach sich dupliziert hat. Ne? Also wir haben genau das gleiche hochgeladen wie Kev und dadurch hat man sich so gegenseitig so ein bisschen, nicht die Zuschauer geklaut, aber es war... Ja, naja, schon ein bisschen. Ne? Ja, also, so ein bisschen. Ne? Ich glaube schon, dass die wenigsten sagen, okay, jetzt haben wir hier eine Folge bei den Losers geschaut. Ist zwar die gleiche Map, aber wir schauen bei Kev auch nochmal rein. Genau, genau. Oder andersherum, ne? Oder andersherum. Das genau, und deswegen... Und deswegen, ab einer gewissen Zahl haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir das eben trennen und machen jeder für sich was und machen einfach so Special-Tage einfach nochmal, wo man gemeinsam was aufnimmt. Das wurde dann ja immer weniger. Kev hat dann auch ein bisschen mehr Minecraft wieder gemacht und den ganzen anderen Scheiß. Aber mit der Zeit hat dann auch Kev, glaube ich, gemerkt, irgendwie bräuchte ich auch wieder Cross-Promo, weil hat weniger was mit anderen Leuten gemacht, immer natürlich mit Spark of Phoenix oder sonst was, aber mal Fortnite war dann dazwischen. Es gab andere große YouTuber, die dann erfolgreich waren. iCrimeys kam dazu. Hier ist Stunny, wie heißt er nochmal? Standard Skill kam dazu. So einfach so neue Gesichter und die alles richtig gemacht haben, die voll in Fortnite reingegangen sind, ne? Was wir ja voll gelassen haben leider. Ich glaube, Kev hat auch ein bisschen Fortnite gemacht, aber auch nicht großartig viel. Glaube ich, bin da nicht ganz so sicher, aber mit der Zeit ist es bei Kev eben immer weniger geworden. Ne? Immer weniger und hat auch ein gewisses Alter jetzt erreicht, genauso wie wir. Ne? Wir sind ja gleich alt. Und irgendwann, wenn es einfach nicht mehr funktioniert, dann muss man sich einfach absichern für die Zukunft. Ne? Und das sage ich euch allen dort draußen, die jetzt, keine Ahnung, 16 bis keine Ahnung wie alt sind, die vorhaben, ihre Schule oder Ausbildung abzubrechen, um so ein Drecks-Influencer-Dasein zu führen. Macht es auf gar keinen Fall. Also ihr habt vielleicht Glück und seid untalentiert und kommt irgendwie nach oben. Oder ihr habt Pech und seid talentiert und kommt auch nicht nach oben. Aber dort reinzugehen ist echt ein Lottogewinn und damit erfolgreich zu sein. Also damit mit YouTube und auch mit Streamen, mit Twitch überhaupt Geld zu verdienen, ist schon unfassbar viel Glück. Ja. Das ist ja auch so ein Ding, so das, was einem erzählt wird, so du bist deines eigenes Glückes Schmied, wenn du doll genug willst und dich doll genug anstrengst, dann klappt das. Das ist Schwachsinn. Es muss immer das Glück muss dabei sein. Oh, finally bin ich weitergekommen. Ohne Glück wirst du nicht erfolgreich, egal in welchem Job. Und ja. Bei YouTube oder Twitch ist es so, dass wirklich nur die obersten 2% oder sowas machen tatsächlich so viel Geld, dass du davon leben kannst. Und davon machen dann nur mal die obersten 15, 20 Leute so viel Cash, dass sie wirklich unfassbar viel Cash machen. Ja. Und dann kann man sagen, okay, hat man es geschafft. Man braucht sich keine großen Sorgen machen, was man später noch macht. Wenn man jetzt irgendwie so von der Größe von einem Trimax oder einem Revi oder irgendwie sowas ist, so, dann ist die Zukunft eigentlich egal. Also du hast in der Zeit mit YouTube in den 3-4 Jahren so viel Cash gemacht, wenn du es nicht alles ausgibst, so viel Cash gemacht, dass du eigentlich abgesichert bist. So wie KS-Freak? Ja, aber der hat halt mega viel ausgegeben auch. Ja, deswegen meine ich also ja. Ja, also so kannst du halt auch laufen, ne? Ne, und am Ende, ne, wenn du halt so bist wie wir, ne, dass du Geld damit verdienst, auch gar nicht so schlecht Geld verdienst, aber halt keine Millionen, dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo das nicht mehr funktioniert mit YouTube und Twitch. Und dann hast du halt aber auch nicht so viel zurücklegen können, dass dir in der Zukunft egal ist, was du machst. Ja. Und dann musst du halt gucken, wo du dann danach bleibst. Wir hatten alle immer dann und deswegen Ausbildung, Schule, was auch immer zu Ende machen, damit man, falls man YouTube und Twitch machen will und es nicht klappt und was anderes machen kann, oder wenn es klappt, man danach irgendwas anderes machen kann. Genau, also ich werde jetzt nicht sagen, was Kev jetzt macht, weil ich weiß nicht, ob er das freigegeben hat, ob er darüber geredet hat, deswegen, er macht auf jeden Fall jetzt was anderes, das kann man glaube ich sagen, er macht jetzt was komplett anderes und hat ja leider
wie kann man das sagen, in der Zeit, wo er YouTube gemacht hat, hat er eigentlich vorgehabt, noch was anderes zu machen nebenbei. Das hat leider nicht funktioniert. Wir haben ja zum Glück, ja, uns Cutter rangeholt, die dann dafür gesorgt haben, dass wir unser Studium beenden konnten. Und ich glaube gar nicht, wie geil sich das anfühlt, so einfach so eine Sicherung im Leben zu haben. Einfach so, man kann das hier machen, solange es gut geht, aber wenn es nicht mehr läuft, Digga, wir haben einen Bachelorabschluss, dann gehen wir einfach in die freie Wirtschaft und let's go, ne? Wir versuchen das natürlich so lange wie möglich herauszuzögern. Aber YouTube ist so ein Ding, das können wir nicht machen, wenn wir, keine Ahnung, 70 sind höchstwahrscheinlich, ne? Weil wir merken ja auch schon. Kann man schon, theoretisch. Ja, also wir merken das ja auch schon, wenn man jetzt 2016 und 2023 miteinander vergleicht, da sind die Zahlen auch schon komplett anders, ne? Wie, ja. Wer weiß, wie es ist. Ja, also die Frage ist halt, ob noch genug Cash verdienst, ne? Am Ende, so, wir machen das, weil wir Spaß damit haben, das, denke ich mal, weiß auch bei uns jeder. Wir haben noch nie irgendwas gemacht auf YouTube, weil es dafür Cash gibt, sondern weil es halt Spaß macht. Nee, andersrum. Wir haben noch nie was auf YouTube gemacht, weil es Cash gibt. Wir machen Sachen nur, die uns Spaß machen. Und wenn es einem irgendwann keinen Spaß mehr macht oder man halt nicht mehr genug Geld verdient, am Ende musst du halt einfach Geld verdienen, um dein Leben zu bezahlen, dann müssen sie halt gezwungen aufzuhören, was anderes zu machen. Vielleicht kann man dann irgendwie nebenbei noch sagen, okay, ich habe jetzt 8 Stunden gearbeitet, so Freizeit, vielleicht stecke ich nochmal eine Stunde irgendwo in irgendwas rein mit einem Livestream oder irgendwie sowas. Aber nach einem kompletten Arbeitstag ist das halt auch schon unwahrscheinlich. Ja. Aber, also wir machen so lange weiter, wie es funktioniert, wie wir unser Leben finanzieren können. Genau. Wie wir weiter Spaß haben, aber Spaß haben wir auf jeden Fall immer noch. Und hoffen natürlich, dass wir das so lange wie möglich auch noch ausüben können, ne? Das ist auch das Ding. Ja. Kev hatte ja... natürlich auf den zweiten Frühling, ne? Also falls jetzt hier irgendwer kommt und sagt, Digga, hier, Cross-Promo, wir wollen Projekte machen mit euch. Zick, zack, schnick, schnack, 2 Monate haben wir 1 Million Abonnenten voll, sind wieder voll im Game drin, verdienen im Jahr 3 Millionen Euro und dann können wir eigentlich so lange YouTube machen, wie wir wollen, weil... Das wäre doch nice, Das wäre wirklich sehr nice, ja. Aber das wäre dann wahrscheinlich die Chancen sind existent, aber fast leicht existent. Also, was ist unsere Meinung dazu? Also ich finde, Kev hat alles richtig gemacht. Konzentriert sich einfach jetzt auf die wesentlichen Dinge im Leben. Und wir wussten natürlich vorher schon davon, dass so ein Plan besteht. Wussten nur noch nicht, wann es losgeht. Und ja, ich finde, er hat jetzt in die Richtung, die er geht, auch voll sein Potenzial da. Er hat seine Interessen da, die er ausleben kann und eigentlich alles richtig. Nein, Digga, warum hau ich denn immer da oben in die Bremsen rein, Alter? Oh ja, komm bitte. Bitte. Nein. Ey, das ist so gestört, Mann. Ey, aber kein Wunder, dass die Scheiße 7% hat, ey. Ich habe keine Ahnung, was Kev hätte anders oder besser machen können, noch während YouTube letzten 2 Jahre oder 3 Jahre. Woran hat's gelegen am Ende? Genau, das kann man jetzt auch nochmal sagen, darüber reden. Woran hat's gelegen? Am Ende hat's wahrscheinlich... Ich glaube, der Todesstoß war der Hack. Ja, das war auch nochmal übel, ja. Das war... Digga! Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Leute. Und natürlich die Cutter, ne? Man muss die Cutter bezahlen. Die Cutter geben auch einen gewissen Standard an Qualität der Videos. Wenn man das alles selber machen muss und 3 Videos am Tag durchbrezeln muss und die selber schneidet und alles irgendwie im Griff haben muss, da... 3 Videos geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das drei geht Videos einfach nicht. Alleine hinzubekommen ist nicht möglich. Nicht, wenn du schneidest zumindest. Nein. Und dadurch geht die Qualität einfach flöten und dadurch, dass es andere Leute gibt, jetzt sind wir wieder beim kompetitiven YouTube-Markt, die das einfach, weil sie 16 sind und im Leben echt viel Zeit haben gerade für sowas, nichts anderes machen und da einfach bessere Qualität liefern, dann bist du einfach ganz schnell weg vom Fenster, wenn du das nicht mit deiner Person ausgleichen kannst. Also ich glaube nicht, dass Gronks Videos jetzt unbedingt richtig krass editiert sind. Ich glaube, Gronk ist einfach von der Person her. Überhaupt editiert. Also Gronk ist einfach von der Person her interessant. Aber wenn du von der Person her nicht interessant bist und deine Videos auch nicht interessant gestaltest und es einfach Leute gibt, die das heftig editieren, so, du musst schon echt ein ganz, ganz spezieller Typ sein, um damit Leute dich irgendwie feiern, so, ne? Ist einfach so. Aber also ich muss auch, mit YouTube aufzuhören jetzt bei Kev ist die richtige Entscheidung. Ja. Und da was anderes zu machen. Ich denke mal, er hat da auch schon ein ganz gutes Projekt gefunden, was er jetzt macht. Also ich wüsste, wie gesagt, nicht, was er in den letzten 2-3 Jahren hätte anders machen können oder sollen, damit das mit YouTube noch weiter funktioniert. Und er hat jetzt einen guten Zeitpunkt gefunden, um einfach auf... Aber man muss auch sagen, er hat ja auch Absicherung, ne? Also er hat tatsächlich in der Hochzeit auch echt ganz gut verdient. Ist natürlich auch jetzt zu uns alleine, muss das nicht teilen. Genau. Oh, endlich, was zurücklegen und so, also. Man muss sich keine Sorgen um Kev machen. Oh,
Oh man, oh man. Ja, und solange wir unsere Cutter bezahlen können, ne? Grüße gehen raus an Jeremy und Ahmed. Hallo! euer Arbeitsplatz ist auf jeden Fall noch sicher, das können wir erstmal soweit sagen. Aber wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir mal wieder Product Placements haben, ne? Digga, wie lange ist unser letztes Product Placement da? Wir hatten letztes Jahr ein Placement. Wo, wann? Und ich glaube... Hä? Welches? War nicht letztes Jahr das mit Nerf? Das war doch vorletztes Jahr schon, oder? Also im Sommer, und im Sommer haben wir angefangen unsere... Im Sommer, ja. Wir, aber war ja, das nicht 22 im Sommer? Nee, ich glaube, es war 21 im Sommer. Ey, Digga, ich flieg immer an dem Punkt dran vorbei, Alter, dass ich die nicht einsammel dabei. Also okay, vielleicht war Nerf 21. Da hatten wir letztes Jahr gar nichts. Wobei, es war Corona so ein großes Thema dort? Eigentlich nicht, ne? Doch, wir mussten doch, ja eben Impfscheiße. Ja, okay. Digga, wer hat diese Map gebaut, aber Mann? Könnte er trotzdem 21 gewesen sein. Na, auf jeden Fall schon arschlange her. Wir brauchen auch einfach wieder sowas wie dann Placements. Dann hatten wir ein Placement, hatten wir noch für die Gamescom. Hatten wir? Aber das war, glaube ich, auch. Das war, glaube ich, vorletztes Jahr. Wo hatten wir denn Placement für die Gamescom, Brudi? Vorletztes, wir haben einmal Werbung gemacht für die Gamescom, für die Tickets. Ah, da waren wir noch bei Studio 71, Brudi. Das nee, ist. Nee. Doch, hundertprozentig. Das haben wir über Water bekommen. Ich kann mich noch an den guten Dustin erinnern, der damals für uns Partnermanager war bei Studio, und der hat uns das klar gemacht. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Nee. Das war letztes oder vorletztes Jahr? Okay, gut, wenn du ich das weiß sagst. Nicht, ich weiß eigentlich auch nicht genau, wie lange wir bei Studio weg sind, aber ich glaube, bei Studio sind wir schon 19 oder 20. Also, kommen wir jetzt mal dahingehend, vielleicht zu einem Fazit. Man braucht einfach, um auf YouTube zu überleben, damit es sich rentiert, muss man entweder jung sein und man kann sich erstmal ausprobieren, so, weißt du, so wie wir ganz am Anfang. Scheiß drauf, dass wir 3 Jahre kein Geld damit gemacht haben oder wie lange auch immer. Wir waren Studenten und konnten uns das... Studenten und sowas. Musste nicht irgendwie zur Arbeit, hatte ordentlich Zeit. Hat auch keine... wir haben von irgendwie... Keine Verpflichtung. Keine Verpflichtung und auch... Ja gut, der dritte Drei oder sowas. Bist du da? Warum habe ich auf dich mit deinem scheiß Bremssprung gehört? Digga, das war auch übrigens mein Try hier, ne, was wir gesagt haben. Digga. Ja, du hast keine Verpflichtung, aber halt auch... wenig Ansprüche, ne? Also, du hast in einer Einzimmerwohnung gelebt für irgendwie 250 Euro im Monat. Richtiger Gammelscheiß halt. Hast irgendwie nur... Ich habe damals 120 Euro im Monat für Lebensmittel ausgegeben. Digga! Das ist halt nichts, Alter. Nur das Billigste vom Billigen gekauft. Aber das kriegst du heute auch nicht mehr hin, wenn du das Billigste vom Billigsten kaufst. Nee, ich meine jetzt mit der Inflation sowas erst recht nicht mehr, ne? Aber ne, ich meine einfach, das ist einfach ein Zeitpunkt so mit Anfang 20, wo du keine Verpflichtung hast, wenig Ansprüche, ja, und einfach die Möglichkeit hast, solche Sachen auszuprobieren. Genau. Ohne damit quasi dir dein ganzes Leben zu verhauen, wenn es nicht funktioniert. Ja, man kann sich einfach ausprobieren, ne? Und wow. Ich finde aber auch, dass das viel mehr der Fall sein müsste. Also auch wenn man jetzt arbeitslos wird und sowas, dass du einfach die Möglichkeit bekommst, zu sagen, okay, ich will jetzt nicht wieder in irgendeinen Kackjob reingehen, ich will jetzt irgendwie gucken, was mir Spaß macht, und will mir halt da gucken, ob es funktioniert. Wäre nice, kannst du ja Praktikas machen, ne, die wahrscheinlich schlecht bezahlt werden. Oder gar nicht. Oder ich gar nicht. Ich hab noch nie ein bezahltes Praktikum gemacht. Ja, wir haben auch nur so Schülerscheiße gemacht, ne, also. Ne, ich hab auch neben der Schule, ich hab einmal bei der Sparkasse ein Praktikum noch gemacht. Okay. Einen Monat sogar in Ferien. Ja, da warst du aber auch so ein kleiner Schülerlutscher, der überhaupt gar kein Wissen hatte und überhaupt sich nicht einbringen konnte. Ja, hey, hast du auch beim Praktikum. Ja, also sag ich mal, Schüler werden eingestellt, um Kaffee zu machen oder den Kopierer zu bedienen. Aber wenn du... Ich stand vorne am Tresen und hab die Leute bedient. Was denn, ernst? Ja. Also Digga, alles, was ich konnte, ne? Wenn ich irgendwas nicht konnte, hab ich sie halt gesagt, tut mir leid, mein Kollege, schickt gerade jemand, aber ist gleich für sie da. Digga, diese Map ist so schmutz, ne? Alter, wenn die Leute aber nur welche Fragen hatten, zu welchen Überweisungen oder irgendwie sowas. Digga, wie alt warst du da? 16? Warst bei der 17? Sparkasse? Bei der Sparkasse, ja. Digga, da musst du dich als Kunde richtig wertgeschätzt fühlen, wenn du einfach an so einen 16-jährigen Praktikanten weitergegeben wirst. Digga, ich hab ja da, ne? Ich meine, du arbeitest ja dann irgendwie von... Ich hab, glaube ich, keine 8 Stunden gearbeitet. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Aber du hast halt diese ganzen Rentner da und die freuen sich eigentlich. Die freuen sich. Also gerade wenn da halt dann so jemand Junges ist, ne? So der irgendwie noch im Alter von ihren Enkeln ist oder so.
Über was würdest du dich freuen? Über einen 50-Euro-Brief? Ja. Nehm ihn doch mal. Ja, ich würde ihn gerne annehmen, ja. Also, ja, 50 Euro nehme ich, ja. Trinkgeld? Okay, dann schenke ich meinem Enkel 50 Euro. Und ich? ich nehme auch 50 Euro. Ey, das ist einfach Schmutz. Diese Map ist Schmutz, kompletter Reisschmutz, ey. Das ist so bescheuert, was wir hier machen, ey. Ey, viel Spaß, Digga, den Punkt hinter uns, der war richtig easy. Echt, findest du? Digga, ich hab das im dritten oder vierten Try gemacht. Alter Schwede. Ich finde das so eine Scheiße, ey. So ein Schmutz. Auf der Spawn hier, ey. Ja, dass du immer, das hatte ich gerade auch schon, Alter. Dass du immer hier runter spawnst und die Vorderreifen keinen... LOL! Oh! Ey, soll ich das rückwärts machen? Digga, ich mach Beyblade, ey. Wie gern würde ich jetzt einfach eine Boxershot aufsetzen, ey. Nein. Ich bin extra schnell da weggekommen von dem Spawn, dass du da wieder spawnst. Danke. Hat nicht funktioniert. Wie geht das? Wie kann man das cool hinkriegen, Deko? Wie geht das? Was denn? Dass man das auf jeden Fall schafft. Ich versuche jetzt mal eine Lösung zu finden. So. So, ein bisschen so, vielleicht so ein bisschen so wie Konzentrations-Barty-Scheiße, weißt du? Digga, fick dich einfach nur, ey. Digga, fährt einfach rüber. Nein, du mieser Sacklutscher! Ja, er Alter. Sagt Sacklutscher! Ey. Jetzt dieser. Ey, wirklich das Schlimmste dieser Spawn, Alter. Ja, ja. Digga, fuck das ab, ey. Der regt mich auch richtig auf. Okay, ist der jetzt hier gut? Warte mal, ich muss hier nur rüberkommen. Nur rüber mit den Reifen hier. Ja, jetzt kann ich hier so ein bisschen nach hinten fahren. Jetzt kann ich hier nach vorne. Deko, ey, nervt doch nicht, Deko! Nein! Oh. Ja, Helm kann sich doch. Ja! Ey, Digga! Ey, Digga, das ist so unverdient, Alter. Digga, wie ich dich mit so einem fetten Wallflossenschlag einfach runtergerissen habe. Boah, das ist alles so todeseklig, Mann, ey. Wie geht das hier? Das muss doch auch irgendwie gehen. Warte mal, ich mach's jetzt mal langsam. Ich fahr jetzt nur richtig rüberfahren. Halt so darüber. Ja, hat der bei dir gerade super funktioniert, Deko. Ist mir von... Okay. So. Man kann es wirklich mit dieser Barty-Technik machen. Langsam rüber, jetzt wieder hier so, bam. Okay, ja, jetzt dürfte ich eigentlich drauf sein, ja, okay. Okay. Du schaffst das. Es ist ja wirklich nur dieser eine. Wenn man den hinkriegt, ne, von diesem Pfeil darüber, dann geht das, aber... Ja, halt nicht dazwischen rutschen, ne? Ne, das ist ja auch kein Problem. Oh, oh. Ja, so machst du das? Das geht? Ja, aber... Versuch immer das schnell zu machen, damit ich nicht so rum... Wenn du gerade ausgerichtet bist, geht das, aber wie soll das jetzt gehen? Ich versuche jetzt einfach mal so rüber zu fahren in einem Bums, ja? Und... Habe ich hier gerade ganz gut geschafft. Oh! Ey! Oh, es könnte was werden. Komm, bitte. Jo, keine. Bitte. Nicht so viel rumkippeln, bitte, Marvin. Bitte. Nicht, dass du kippst. Oh. Eine Ecke noch, Marvin. Eine Ecke. Komm. Ey, er ist aber so komisch eingebackt noch. Okay. Konzentrier dich. Nein, ich fall wieder. Also, das krieg ich doch hin. Das war wieder Barty-Technik. Barty-Technik. Ja, das Ding ist, das wird wieder nur... Barty-Technik, so. Ja. Nach hinten fahren. Ja. Jetzt wieder zurück, jetzt wieder zur Seite, ja. Oh ja, komm. Du wirst dieses Teil hier schaffen, danach kommt wieder das nächste eklige Teil. Ja. Nein. Danach ist alles easy. Danach ist einfach alles easy. Laber mich nicht voll, ey. So, Digga, ich bin richtig salzig. Dieser ganze Parcours ist Schmutz. Deko schafft ja diese Scheiße, wo ich auch 100 Jahre gebraucht habe. 3 Tries. Der Saftlutscher, ey. Jetzt einfach rüberfahren, einfach. Oder? Jetzt einfach rüberfahren. Digga, first diese try. Scheiß Limo, Alter! First try, Digga, easy, first try. Alter, oh, ich kann nicht mehr, ey. Oh! Digga, 50 Minuten first try, aber schwierig. Ey, oh, der nächste Spawn ist wieder so scheiße, ne, ey. Das ist doch nicht sein Ernst, ey. Wie kann er denn so scheiße sein, ey? Oh. 7%, Muchachos. 7 fucking Prozent. Zock diese Map auf gar keinen Fall. Das ist 100%ig zu viel, Alter. Nein. Uff. Oh, der nächste Punkt ist da schon. Für die Map ist zu viel. Oh, okay, der nächste Punkt könnte echt ein bisschen einfacher werden, Deko. Die Map hat 1% verdient. Weniger, ey. Die Fähigkeit hat doch nichts gerade mit den Prozenten zu tun. Dieser Fickratten, ey. Okay, ich fahr einfach so Fullspeeder lang. Ja! Ja! Oh. Komm, bitte mach ihn first. Oh, Go. Das ist das Ziel, ich fahr rein, ja? Digga, auf jeden Fall. Digga, das war gelogen, ey. Ich wollte dich ganz kurz so ein bisschen positiv stimmen. Na, du bist ja erst bei 15 oder was? Oh, mein Leben, ey. Mein Leben. Oh. Alter. Okay, aber immerhin ist es in. Ja?
Oh nein. Oh nein, nein. Was ist los? Was ist los? Laber mich nicht voll! Gib mir Wissen! Digga, was da noch alles kommt, Alter. Ja, ist das gut, ist das schlecht? Er muss noch einen Warride fahren mit 3 Warride wechseln. Und am Schluss kommt noch irgendwas mit Aussortieren. Ach, da will ich doch. Ey, alter Schwede, wie soll das denn gehen? Ich mach jetzt hier ein paar Kreise, würde ich sagen. Und da kommt auch ein Bremssprungteil. Jetzt aber wirklich Bremssprung, sagst du, ja? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, schon 1000 mal besser, oder? Oh ja, man muss einfach zurückfahren, ey. Okay. Hier fahre ich jetzt einfach mal weiter. Huihuhu, huihuhu. Huihuhu. Nico, huihuhu. Hier rein. Oh, ich bin zu schnell, oder? Fick dich, nein. Oh ja. Okay, Punkt eingesammelt. Ich bin jetzt bei Punkt 16 von 23. Also, es war ein, also der einzige zwei Drittel richtige Schmutzpunkt ist da, ist der, wo Deko gerade ist. Das ist richtig. Oh nein. Oh. Da, oh ja, da hinten wechseln wir das Auto. Oh ja, Autowechsler. Oh, was? Ich nehme ihn. Ja, ich nehme ihn einfach, bitte, Digga. Alter. Ich nehme ihn einfach zweifach. Ja, leicht. Aber am Ende wird es irgendein. Danach kommt der, weiß ich nicht, Clip oder so. Oh, irgendwas kommt. Hä? Ja, das ist eine Bremse! Okay, dieses komische Schollentor ist einfach eine Bremse. Gut zu wissen. Dankeschön. Ich hab schon gesagt, dass da noch ein Bremssprung-Scheiß kommt. Ja, hast du überhaupt nicht. Okay, hast du. Aha. Und jetzt hier. Oh, ich bin beim zweiten Fall. Ey. Ich flieg drüber, ne? Ja, ich flieg drüber, ey. Ich kotze gleich, Mann. Ich. Bis beim zweiten Fall. Warte, die Technik. Ja, ich bin hier auf diesem geraden Teil davor so am rumglitschen und rumrutschen. Ja. Weil das einfach nicht breit genug ist, ey. Oh ja, komm. Oh ja, nein, was ist das? Was ist das für eine Scheißkarre, Digga? Ja, ey, okay. Nächste Limousine. Und dann müsste ich jetzt. Ich hab's gewusst, dass einfach nur eine andere Limousine kommt. Ich habe den Pfeil geschafft. Das also okay. Ich bin rüber auf die andere Seite. Okay. Aber ich verkacke schon relativ häufig dabei, hier um Decke zu kommen. Um die erste ich muss Ecke. Da nur rein. Fuck. Okay. Boah, Alter, was für eine Map, ey. Ey, ganz ehrlich, zockt sie bitte auf gar keinen Fall. Ihr werdet gar keinen Spaß haben. Das kann ich euch sagen. Ihr werdet minus Spaß haben. Ihr wünscht euch wieder zur Schule zu gehen. Nein, hast verkackt. Ey, Digga, meine Hinterreifen haben hinten an der Ecke rumgeglitscht. Als wäre meine Hinterreifen-Schlittschuhe einfach rumgerutscht. Ja, jetzt hast du verkackt. Ja. Okay, GZ. Danke. Wir müssen diese Map unseren schlimmsten Feinden schicken. Boah. Hast du einen Feind irgendwie, den du dir schicken magst? Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen Feind. Okay. Außer vielleicht Leute, die mich damals ganz, ganz früher gemobbt haben. Dem würde ich es zuschicken. Ja, mach das mal. Hab keinen Plan, wieder was sagen. So, ein bisschen schneller. Alle gelöscht. So, gedreht. Ja! Oh mein Gott, der war clean as fuck, Brudi! Okay, und jetzt. Ein bisschen noch fahren. Ja, da ist auch noch alles frei. Okay. Und da jetzt reinjumpen, ja? Komm ich da überhaupt so rein? Boah, ich glaube schon. Ich versuch's einfach mal so. Oh ja. Oh, Deko, ich hab den nächsten Punkt. Nein. Okay, 18 von 23. Jetzt kommt Warride. Wardwechsel sogar. Alter Schwede. Drei Wardwechsel. Drei enge, also direkt oben bleiben. Er sagt enge, ob da sind noch irgendwie 8 andere Bauteile dazwischen. Misa Chaco, ey. Ja, Digga, ich bin ja nicht da, Alter. Misa Schwanzgrabscher. Schwanzgrabscher. Ich mach immer Misa davor. Egal was. Ob Sacklutscher oder Schwanzgrabscher. Ja. Den habe ich. Okay, erster Check, Deko. Bagger. Zweiter Check. Das waren aber nur 2. Oh ja. Oh. Ey, zweiter Pfeil rübergefahren, reingerutscht. Beim zweiten Pfeil, Alter, ey, das ist einfach Bestrafung. Ich würde viel lieber so eine 8-Stunden-Schicht machen, als hier so diese Map normal zu zocken. Ja. 8 Stunden Meckes, ich bin dabei, Alter. Digga, so ein Dreck, Mann. So ein schmutziger Dreck. Den Scheiß mit den Wortwechseln geschafft? Ja, easy natürlich, first try. Oh, zum Glück. Okay, first try will ich jetzt nicht sagen. Ich noch 1 oder 2 Sachen. Ja, es kommt hier gerade noch so ein Krams, das sollte ich eigentlich hoffentlich. Nein, Digga,
kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr mein Leben, ey. Bleib doch mal drauf, du Lappen. Ey. Wenn ich noch einmal hier irgendwo reinrutsche oder meine Reifen irgendwo rumglitschen. Ja. Brauche ich, glaube ich, Kleenex. Und ausnahmsweise mal nicht zum Hobeln. Was ist Kleenex? Hä? Was ist Kleenex? Willst du Kleenex nicht? Willst du dich verarschen? Was ist das? Diese dünnen Taschentücher. Die sind also in der Box kaufst. Hä? Nee. Egal. Ich kenne einfach so diese. Keine Ahnung, wie heißen die? Ah, von Alouette oder so, wie die heißen. Auch diese Tücher, die man aus so einer Box rauszieht. Ist Kleenex auch einfach nur die Marke oder heißen die Dinger so? Das ist die Marke. Oh, endlich, aber, ey. Also die hießen lange so. Ist, glaube ich, sowas wie mit Lego oder sowas. Alouette, John de Blumerette. Alouette, John de Blumere. John de Blumere, olé. John de Blumere, olé. Alouette, da, John de Blumerette. Alouette, John de Blumere. Oh, Digga, wie ich die ganze Zeit hier rumrutsche, ey. So ein Scheiße. Oh, zum Glück kriege ich das jetzt relativ häufig hin, aber ey, dieser Sprung, der ist genauso beschissen. Nein. Ja! Ja! Ja? Hast du gerade Ja gesagt? Hast du gerade Ja gesagt, Eko? Ja. Ich habe meinen Arsch wegdrehen wollen. Und mein Hinterreifen hängt fest, dass sich meine Vorderreifen wegdrehen. Oh, oh. Oh, ey, ich jedes Mal dieser Spawn, ey. Oh, der ist nochmal so ein richtiger Tritt in die Weichteile, ey. Oh. Okay, Marvin. Ja, das labert mich doch nicht voll, ey. Ich hab den zweiten Pfeil verlassen. Oh, hast du? Ich muss jetzt nur noch. Ey, komm. Digga, ich will nicht mehr fahren, Alter. Ich hab grad so eine Angst, wieder irgendwie runterzuflitschen, Alter. Oh, fast vor allem ist das nicht mal unwahrscheinlich, oder wie häufig ich an der Scheißecke verkackt habe, Alter. Mach den Barty-Kram, ich bin auch gerade weitergekommen. Hanno, Digga, rückwärts. Mit dem Barty-Kram dreh ich mich so häufig runter, Alter. Oh nein, ey. Ich mach's jetzt ganz langsam, Alter. Millimeter für Millimeter. Ja, ey, anstatt einfach mich am Anfang schon zu drehen. Didi, ne? Nein, ich hab verkackt. Ich glaube, ich hab verkackt. Wäre nicht schön. Meine beiden Hinterreifen sind nicht mehr auf dem Ding drauf und ich kann mich nicht mehr drehen. Ja doch, du kannst noch ein bisschen mit dem Arsch shaken. Nein, kann ich nicht. Okay, dann... Wenn ich versuche, mich zu drehen, kippe ich, glaube ich, runter. Ja. Ja, dann... Ja. Schön, Eko, schön. Warte, nach hinten ist gut. Nach hinten ist gut. Ja, ist gut. Oh! Oh! Hast du? Alter! Ey, Digga, ich weiß nicht, was gerade passiert ist, Alter. Oh mein Gott. Ich bin nach vorne gefahren, bin einfach nach hinten gerutscht, ey. Ey. Fahr wieder drauf, ja. Dreh. Alter. Wer baut denn so eine Scheiße hier? Wer baut denn so eine Scheiße? Dreh dich, ja. Ja. Dreh dich. Digga, dass man hier auch noch wackelt! Geht mit irgendwas weiter, wo du schön geradeaus fahren musst. Ich mach das jetzt geradeaus, ey. Ich versuch's mal, ob das geradeaus geht. Dann fahr ich zwar in die Bremse rein, aber scheiß drauf, ey. Nein. Ey, ich glaube, man schafft das geradeaus, ey. Rückwärts ist das ja so scheiße. Ey, ich kotze gleich. Ich wirklich, ey. Ey, das ist doch... Ey, das ist alles so scheiße, Mann, Deko, ey. Ich brauch einfach Urlaub, ey. Sogar vorwärts ist das für ein Arsch.
Ja, wir... Oh, kommst du gerade weiter, oder? Ist Rico noch da? Muss noch einen Sprung machen. Aber ich muss halt wieder perfekt geradeaus fahren und das... Das fickt mich halt. Perfekt geradeaus, Fullspeed. Oh, ich schaff das, Digga. Ich schaff das eh nicht. Oh. Ich mach das wieder so. Ich hab's. Jetzt kommt der Sprung in das Arschloch hier, ey. Fahr nach hinten. Wo hast du den Speed? Nach ganz hinten, oder was? Nee, Hälfte reicht. Aber dann ist es First Try. Auf diese Konzentrationsdinger drauf, oder was? Ja, anders ist es nicht möglich. Und dann, ich muss aber irgendwie seitlich rausspringen, oder was? Ja. Digga, ich kann aber nicht mehr, ne? Das ist so... Ey, die Map ist so ein Schmutz einfach. Digga! Ey, fick dich. Ey, es ist so schlecht, Alter. Es ist so schlecht. Es ist alles so schlecht. Es ist so schlecht gebaut. Es fährt sich so schlecht. Die Karre ist so schlecht. Die Map ist so scheiße. Ja. Ich hänge hier schon wieder! Bruder. Digga. Ich bin echt so kurz vorm Burnout gerade, Alter. Ey, ich kann auch nicht mehr, Digga. Ich kann einfach auch nicht mehr, Alter. Heute übrigens, Muchachos, an dem Tag, wo wir das Video aufnehmen, kommt GTA mal wieder zu spät, ja, weil wir seit 68 Minuten hier in dieser Map sind. Kurs geht raus an den Mapperbauer. Die Digga. Didel. Digga, ich muss ja an Didel denken. Didel, hast du eigentlich Didelblätter gesammelt? Didel. Ich hab Didelblätter gesammelt, nicht. Aber ich habe meine Mutter genötigt, ein Heidengeld auszugeben, welche zu kaufen, um die dann an die ganzen Mädels in der Grundschule zu verschenken. Ah, die Story. Ja, die hat sie irgendwann mal gebracht. Ja. Ja. Du warst damals schon so ein kleiner Casanova. Ich kann nur sagen, it worked. Ja. Hier kann man irgendwie so Verführungskurse bei dir buchen? Scheinbar ist das ja, lohnt sich das ja, ne? Digga, Didelwetter sind heute egal, alles. Aber, wenn du eine Frau hast, die du mit Geschenken überzeugen musst, lauf. Red Flag. Allgemein, wenn du eine Frau hast, diese Beziehung, die man früher geführt hat, ne, wo man Leuten noch so versucht hat zu überreden, Mann. Mit einem zusammen zu sein oder zusammen zu bleiben, ey. So ein echt? Was hatte kranker ich nie? Scheiß, ey. Hattest du? Achso, vielleicht in der Grundschule oder so, ne? Ja, so vor der ersten normalen, richtigen Beziehung. Aber da war es am Ende dann auch so, dass man eigentlich Schluss machen wollte, aber dann hat man irgendwie nicht getraut und dann hat man irgendwie sich überredet gegenseitig. Oh, warte mal, wir machen so das, gerade. Wir ändern das, dies, das, bla bla. Oh! Also sobald man sich irgendwie überreden muss in die Beziehung rein oder dass man weiter zusammenbleibt, lauft, beide. Lauft. Run. Bum, bum. Nein! Ey! Oh. Ey, ich setz mir jetzt gleich eine Boxershort auf. Ich glaube, ich krieg das irgendwie anders hin. Dann setz ich mir einfach eine gottverdammte Boxershort auf, ey. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, ey. Das ist so, Digga, ein Schmutz, ey. Mach. Ey, dann, nur wenn du dir auch eine aufsetzt. Ich hab Bock aufzustehen. Na, dann mach ich's auch nicht. Oh. Digga, man... Ich bin jetzt bei Bach diesem Bremstor, Seite, ne? Ja, das war ja auch... Das ist ja alles First Try würdig, Digga. Ja, schon mal im 5. 6. Try. Digga, die Speeds geben mir einfach nicht mal genug Speed, dass ich überhaupt die Bremse erreiche. Digga, das ist so ein Schwachsinn, Alter. Ich komme nicht mal bei der Bremse an. Digga, ich muss die Boxershort. Ich teste jetzt mal, ob so geht, wenn es so geht. Digga, ich bin der Erste, der sich so eine scheiß Boxershort aussetzt. Ich kann einfach nicht mehr in mein Leben, ey. Es könnte funktionieren, ey. Es könnte eiskalt funktionieren. Ich mach's so. Test es nochmal. Oh mein Gott, ey. Nein. Ey, Digga, warum geradeaus fahren, Alter? Aus einer Tube raus. Diese Krümmung tritt einfach so schon so ein bisschen zur Seite. Ich stoße immer ganz leicht mit der Seite in diesen scheiß Container an. Ich hol mir schon mal eine Boxershort. Ich werde ja eh cheaten, ne? Bitte. Bitte. Oh ja!
Mega Muchachos, könnt ihr die... Oh, nein. Könnt ihr die Verzweiflung in meinen Augen sehen? Den Schmerz? Alter Falter, ey, Digga. Alter Scheiße. Wie? Oh. Okay, aber es geht. Oh. Wenn ich jetzt einmal weiß, wie ich hier reinkomme, ohne direkt runter zu rutschen. Oh, Deko. Müsste es irgendwie irgendwann funktionieren. Oh. Ja? Ich bin 33 Jahre alt. Boxershorts. Bin 33 Jahre alt, Muchachos, und ich sag euch, diese Map hat mir mindestens 2 Jahre meiner Lebenszeit. 33 gerissen, Jahre und verheiratet? Oh. Digga, die hat mir einfach die Lebenszeit rausgerissen, wie so ein Dementor einfach das Leben aus einem rauszieht, weißt du? So. Ja, ich glaub's ja echt nicht, ne? Aber ich glaube, ich bin bei dir. Nee. Noch lange nicht, ey. Also den Vorhalt habe ich geschafft jetzt. Ja. Ja. Digga, da wie viel du. Ist denn das hier noch? Da musst du, also wie gesagt, bist du locker noch 10, 15 Minuten hinter mir. Weil bei dem Scheiß, wo du jetzt so lange gebraucht hast, da bin ich ja eigentlich fast überall fast frei durchgekommen. Oh, alter Schwede, ey. Aber vielleicht schaffst du sowas dann ja auch wieder First Try, also. Nee. Nur in dieser Tube, da bin ich ein paar Mal ausgerastet. Digga, ich raste auch gerade, weil du nicht oben drauf kommst, ne? Ja. Oh. Okay, Second Try. Musst du das nur mit dem. Ja. Mit der Geschwindigkeit irgendwie abtreiben. Nein! Digga, da ist der Punkt. Oh, ist immer so knapp, Alter. Oh. Ey, das ist wirklich. Ich weiß nicht, wann wir letztes Mal so schön mitgespielt haben. Vor zwei oder drei Wochen war, glaube ich, auch irgendwas war da. Da haben wir, glaube ich, auch gesagt, die schlimmsten Maps entlang. Aber die hat den Titel auf jeden Fall auch. Ey. Oh, wir fahren schön am Rand lang hier. Wir machen das jetzt wieder taktisch. Und jetzt. Hab ich wieder vergessen, wo ich bin, ey. Oh ja, komm. Drauf. Oh, Digga, man muss das auch einmal nur mit Kopf machen, Digga. Einmal mit Kopf. Oh. Oh. Oh, ist mir alles scheißegal, ey. Oh. Oh, noch ein Punkt, Deko, dann ist das Ziel da. Und er lässt es natürlich nicht aus, ne? Man spawnt wieder in der Luft, ne? Er ist einfach so ein Sackgeier, ey. Er ist so ein mieser Sackgeier. Oh, 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 oh. Darf ich reinfahren? Bist du schon vom Ziel jetzt raus? Digga! Warum dreht er sich denn nicht? Ja! Die Map hat einfach in mir alles abgetötet. Oh. Warnung, geht raus, Muchachos. Zockt diese Map bitte auf gar keinen Fall, ey. Digga, verlinkt die gar nicht erst, ey. Ich verlinke sie nicht, ja. Außer einer wünscht es sich, wenn ich das in den Kommentaren sehe, dass sich das einer wünscht, dann packe ich es rein. Aber ja. Sonst packe ich sie gar nicht erst rein. Viel Spaß. Eingehauen.